In nur 20 Jahren bis zum Rand des Sonnensystems. Das verspricht ein von der NASA gefördertes Antriebssystem mit dem Namen Pellet Beam Propulsion for Breakthrough Space Exploration von Arthur Davoyan, Assistenzprofessor an der UCLA. Damit sollen Raumschiffe mit einem Gewicht von einer ganzen Tonne in weniger als 20 Jahren bis zum Rand des Sonnensystems gelangen. Die bisherigen Antriebsformen sind begrenzt, da sie durch die Ausdehnung bzw. Verbrennung von Treibstoff funktionieren und die Geschwindigkeit abhängig von der Menge an Treibstoff, die mitgeführt werden kann. Und für jeden Tropfen Treibstoff, den du mehr mitnimmst, verlierst du Nutzlastkapazität. Die Raketengleichung ist erbarmungslos. Viele haben es versucht, aber sie lässt einfach nicht mit sich verhandeln. Jeder, der eine Rakete bauen will, unterliegt ihrem Joch. Aber was, wenn man ganz auf chemische Antriebe verzichtet? Zumindest nachdem man schon von einem chemischen Antrieb ins All gebracht wurde. Mit der neuen Technik sollen bahnbrechende Weltraummissionen wie das Projekt Solar Gravitational Lens umsetzbar werden. Dieses Prinzip beruht auf dem Gravitationslinseneffekt, also der Ablenkung von Lichtstrahlen durch schwere Massen. Dieses universelle Phänomen machen sie sich zunutze und möchten unsere Sonne als Gravitationslinse bzw. als Gravitationsteleskop nutzen. Dadurch könnten Astronomen weit entfernte Objekte mit größerer Auflösung und Präzision untersuchen. Neben der Sonne sieht sogar das James Webb Weltraumteleskop oder das Arecibo-Teleskop mickrig aus. Damit wir unsere Sonne aber sinnvoll als Teleskop einsetzen können, müssen wir ganz weit weg von ihr. Denn ihr optischer Brennpunkt, der für unsere Zwecke interessant ist, liegt bei etwa 550 astronomischen Einheiten oder AE von der Sonne. Unser Planet Erde ist eine astronomische Einheit von der Sonne entfernt. Bedenkt man, dass unser gesamtes Sonnensystem keine 200 AE im Durchmesser hat, dann ist das ein weiter Weg. Die Pellet Beam Propulsion nutzt ein umgewandeltes Licht- bzw. Sonnensegel, das bereits von der Planetary Society erfolgreich getestet wurde. Sie hatten den 5 kg leichten Demonstrator im Bauch eines größeren Satelliten versteckt, der wiederum im Juni 2019 an Bord einer Falcon Heavy ins All gebracht wurde. Der maßgebliche Unterschied zu Sonnensegeln ist, dass das Raumschiff mit mikroskopischen Geschossen mit über 120 km pro Sekunde beschossen wird. Diese Partikel werden mit Hilfe von Lasern auf diese unglaublichen Geschwindigkeiten beschleunigt. So können Geschwindigkeiten erreicht werden, die es erlauben, in 15 bis 20 Jahren 500 astronomische Einheiten zurückzulegen. Voyager 1 brauchte 35 Jahre, um mit einer Rekordgeschwindigkeit von 3,6 AE pro Jahr die Heliopause, also sozusagen den Rand unseres Sonnensystems, zu erreichen. So ein Antrieb erlaubt es theoretisch in 3 Jahren, das äußere Sonnensystem zu erreichen. Ich weiß nicht, ob dieser Antrieb dazu geeignet ist, Menschen zu befördern, aber wenn sie wirklich einen Durchbruch erzielen, dann kann man zumindest Nutzlasten in 10 Tagen zum Mars schicken. Was sicher praktisch ist, wenn man dort Kolonien hat. Arthur Davoyan und die NASA arbeiten gemeinsam an der Umsetzung dieses Konzepts und hoffen damit, die Raumfahrt in neue Dimensionen zu bringen. Eine schnellere und effizientere Exploration des Weltraums könnte uns unendliche Möglichkeiten eröffnen und Antworten auf bisher ungelöste Fragen liefern. Und das ganz ohne Treibstoff zu verbrennen. Das ist doch der Wahnsinn, oder was sagst du dazu? Das Programm, das dieses Projekt unterstützt, ist das NASA Innovative Advanced Concepts oder NIAC-Programm. Das ist dasselbe Programm, das auch den hybriden thermonuklearen Elektroantrieb fördert, den wir in den News der letzten Woche behandelt haben. Das Video ist jetzt auf dem Weg, mein beliebtestes Video zu werden. Und ich kann euch verstehen, ich bin auch schwer fasziniert von dem, was gerade in der Raumfahrt passiert. Das NIAC-Programm ist nicht unbedingt neu, aber es ist erst vor kurzem auf meinem Radar aufgetaucht. Hier werden die coolsten Avantgarde-Projekte und Ideen gefördert. In den kommenden Monaten stelle ich euch einige weitere bahnbrechende Technologien aus diesem Programm vor. Am 11. Januar unterschrieben die NASA und die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des US-Militärs DARPA, was für Defense Advanced Research Projects Agency steht, eine zusätzliche Vereinbarung, die darauf abzielt, Science Fiction zu Science Reality werden zu lassen. Das Bahnbrechende hierbei ist, dass die Vereinbarung sicherstellt, dass alle Ergebnisse veröffentlicht werden und nicht in irgendwelchen geheimen Kasernen in der Wüste vergraben werden. Damit du das nicht verpasst, abonniere gleich Mars Chroniken mit Glocke am besten. Eine Kerntechnologie, die NASA und DARPA bis 2027 demonstrieren wollen, ist ein thermonuklearer Antrieb oder nukleare Thermalrakete, nenn es wie du willst. Um wendige Raumschiffe und Raumschiffe
Raumstationen für Operationen auf allen möglichen Himmelskörpern zu bauen. Hier geht es anfangs um den Mond und in unmittelbarer Folge um den Mars. Diese Idee ist zwar vielleicht ein wenig verwandt mit der NTP-NEP-Idee aus den News der letzten Woche, aber sie unterscheidet sich doch grundlegend. Die Verwendung einer nuklearen Thermalrakete ermöglicht eine schnellere Transitzeit und verringert das Risiko für Astronauten. Die Verkürzung der Transitzeit ist eine Schlüsselkomponente für bemannte Missionen zum Mars, da längere Reisen mehr Vorräte und robustere Systeme erfordern. Eine schneller ausgereifte, effizientere Transporttechnologie wird der NASA helfen, ihre Ziele vom Mond und Mars zu erreichen. Weitere Vorteile für die Raumfahrt sind eine erhöhte Nutzlastkapazität und höhere Leistung für Instrumentierung und Kommunikation. In einem nuklearen thermischen Raketentriebwerk wird ein Spaltreaktor verwendet, um extrem hohe Temperaturen zu erzeugen. Der Motor überträgt die vom Reaktor erzeugte Wärme auf ein flüssiges Treibmittel, das expandiert und durch eine Düse ausgestoßen wird, um das Raumfahrzeug anzutreiben. Kernthermische Raketen können dreimal oder öfter effizienter sein als herkömmliche chemische Antriebe. Im Rahmen der Vereinbarung wird das Space Technology Mission Directorate, STMD, der NASA die technische Entwicklung des nuklearen Wärmereaktors leiten, der in das experimentelle Raumschiff von der DARPA integriert werden soll. Und DARPA fungiert als Auftraggeber für die Entwicklung der gesamten Stufe und des Motors, der den Reaktor umfasst. Und sie werden das Gesamtprogramm leiten, einschließlich der Integration, der Beschaffung von Raketensystemen, Genehmigungen, Planung, Sicherheit, Haftung und die Gesamtmontage etc. Und 2027 soll die Demonstration der Technologie stattfinden. Also in nur 4 Jahren. Die Geschichte dieser Technologie geht zurück in die 1950er Jahre. Also das ist alles nicht Neuland. Glaubst du, ist eine Technologiedemonstration bis 2027 möglich? Schreib es mir in die Kommentare. Und übrigens, diese Antriebstechnologie kann man mit einem sogenannten Wellenrotor-Topping-Zyklus kuppeln und die Leistung dieses Triebwerks noch einmal vervielfachen. Genaueres dazu in den News vom letzten Mittwoch. Die Architektur dieses Raumschiffs erlaubt es, das Transfervehikel in Rotation zu versetzen, um künstliche Gravitation zu erzeugen. Bevor wir jetzt zu einigen SpaceX-Rekorden kommen, die SpaceX wieder einmal aufgestellt hat, habe ich andere weltbewegende News für dich. Die Afrikanische Union und die ägyptische Raumfahrtagentur haben am Mittwoch, dem 25. Januar 2023, die Afrikanische Raumfahrtagentur oder African Space Agency ASA in Kairo eröffnet. In Afrika sind nationale Raumfahrtagenturen keine Seltenheit. Aber diese Organisation soll ähnlich wie die ESA fungieren. Nein, nicht ineffizient, sondern sie soll gemeinsame Projekte auf den Weg bringen und den wissenschaftlichen und wirtschaftlichen bzw. industriellen und kulturellen Austausch unter den afrikanischen Ländern fördern und dazu beitragen, dass Afrika als starker, geschlossener Partner auf der Weltbühne auftritt. Tatsächlich liegt hier noch viel Potenzial. Der Kontinent hat Zugang zu allen Orbits und möchte deswegen jetzt einen koordinierten Versuch starten, die dafür notwendigen Investitionen und Infrastruktur klarzumachen. Um dem Ganzen jetzt noch ein wenig mehr Schwung zu verleihen, organisieren die AU-Kommission und die Elfenbeinküste im April 2023 die zweite New Space Africa Konferenz in Abidjan. Damit signalisiert der Kontinent, dass sie in diesem blühenden Sektor mitspielen wollen. Cool, oder? Bin gespannt, wie und ob sich die Afrikanische Raumfahrtagentur etabliert. Ein weiterer großer innovativer Player auf dem Markt ist wünschenswert, da das gut für den Wettbewerb ist. Wenn dir die News gefallen und dir einen Mehrwert bringen, dann freue ich mich, wenn du mir mit einem Daumen hoch hilfst, dem Algorithmus zu signalisieren, dass das Video mehr Nerds wie dir und mir angezeigt wird. Ein großer Dank geht an Niklas und Yannick für eure Hilfe mit den Skripts. Wenn auch du den Kanal unterstützen möchtest, findest du alle Infos zu Kanalmitgliedschaften, Patreon, PayPal etc. in der Videobeschreibung unten. Und jetzt noch einen schnellen Blick auf SpaceX's neueste Rekorde. Episode 200. Die Welt steht Kopf. SpaceX hat die Wiederverwendung ihrer Falcon 9 Booster so perfektioniert, dass ich nicht mehr darüber berichte, weil es einfach schon normal ist. Stattdessen berichte ich, wenn SpaceX nach langer Zeit einen neuen Booster baut und in Betrieb nimmt. Denn inzwischen sind einige dieser Booster schon 15 Mal geflogen. Wir erinnern uns, dass sie eigentlich für 10 Missionen gebaut waren. Das war für einen Starlink-Start. Wenn wir den Start nach Redaktionsschluss am 31. Januar 2023 mitberechnen, dann hat SpaceX mit heute 200 Starts durchgeführt und 94 Booster am Stück erfolgreich gelandet. Damit liegen sie bei 7 Starts im ersten Monat des Jahres.
Die Startfrequenz ist echt noch weiter angestiegen. Nach diesem Start hat SpaceX 3822 Starlink-Satelliten ins All gebracht, wovon über 300 bereits in der Atmosphäre verglüht sind. Mein Name ist Sirwan und das waren die Mars-Chroniken-News. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.